Schneller, schlau mit OnPage TV. Sehr gut, langwissend, verständlich erklärt. Hi, ich bin Christoph und wir reden heute über HTTP-Statuscodes. Bei einem HTTP-Statuscode handelt es sich um einen Teil der Antwort des Servers auf die Anfrage eines Clients, wie zum Beispiel den Browser eines Benutzers. Mit dem Statuscode teilt der Server mit, ob die gewünschte Anfrage erfolgreich war oder ob ein Problem aufgetreten ist. Grundsätzlich werden die dreistelligen Statuscodes in Klassen unterteilt, wobei die erste Ziffer für die jeweilige Statusklasse steht. Wichtige Statuscodes für SEOs finden sich vor allem in den Klassen 2, 3 und 4. Der Code 200 übermittelt die Information, dass die Anfrage erfolgreich bearbeitet werden konnte und das gewünschte Dokument verfügbar ist. Das Ergebnis der Anfrage kann also verwendet werden und wird mit der Antwort übertragen. Auch der Webcrawler einer Suchmaschine identifiziert anhand des Statuscodes, ob die aufgerufene URL verfügbar, also Code 200, oder nicht verfügbar, Code 404 ist. Ein Code 404 besagt also, dass der Client zwar mit dem Server kommunizieren konnte, jedoch kein Dokument gefunden wurde, was zu der angefragten URL gehört. Sehr geläufig ist auch die Statusklasse 3, welche unterschiedliche Umleitungscodes beinhaltet. Für die Suchmaschinenoptimierung und Crawlerführung sind hier insbesondere die Codes 301 und 302 relevant. Der Code 301 gibt Auskunft darüber, dass die angefragte Website nun dauerhaft unter einer anderen URL-Adresse auffindbar ist. Stattdessen wird mithilfe der Location-Angabe auf eine andere URL verwiesen. Der Unterschied zum 302-Code ist hierbei, dass die angeführte Website permanent umgezogen ist. Der Code 302 hingegen besagt, dass die Website temporär nicht verfügbar ist und solange eine andere URL verwendet werden soll. In weiteren Videos werden wir genauer auf die einzelnen Codes und ihre Relevanz für Suchmaschinenoptimierung eingehen. Wer also eine Website betreibt, sollte die Statuscodes stets im Auge behalten. Und denkt daran, SEO fängt mit OnPage an. Ich bin Christoph, bis zum nächsten Mal.